Werden die Stuttgarter Union Berlin zu Hause bezwingen und damit Bayer 04 Leverkusen von Rang 1 der Rückrundentabelle stoßen? Schauen wir ganz kurz auf die Aufstellung der Stuttgarter. Wir sehen als erstes Systemfrage, Viererkette hinten oder Dreierkette hinten. Wenn wir mit der Viererkette spielen, dann Wagnumann auf der Rechtsverteidigerposition oder hier auch Stenzel in der Innenverteidigung, könnte Rouault spielen, aber eben auch Anton, der leider angeschlagen ist. Ich hoffe hier aber auf Anton. Wir könnten aber auch auf eine Dreierkette gehen. Dann würde Wagnumann nach vorne geschoben werden auf die Mio-Position. Wir hätten hinten eine Dreierkette und auch Mittelstädt würde nach vorne geschoben werden, auch auf die Schiene. Und hinten würden dann Ruhr und Anton zusammenspielen. Auch eine gute Möglichkeit für sehr, sehr starke Stuttgarter. Auf der rechten offensiven Position, wie gesagt, Mio könnte rausgehen, wenn hier Wagnumann nach vorne gezogen werden würde. Ansonsten haben wir hier auf der Position auch noch einmal Leveling, der für die Stuttgarter interessant werden könnte. Schauen wir rüber zu Union Berlin und wie sich ihre Aufstellung zeigt bei den Berlinern. Hohe Stabilität mittlerweile in der Startaufstellung. Das ist auf jeden Fall soweit gut, um Konstanz ins Team reinzubringen. Wir sehen einzig und allein, Vertessen könnte hier in der Startaufstellung stehen für Hollerbach. Am letzten Spieltag war noch Hollerbach in der Startaufstellung. Jetzt könnte es Vertessen werden. Und jetzt schauen wir ganz kurz mein Ergebnistipp. Ich gebe es direkt live mit ein. Und zwar ist mein Tipp, dass die Stuttgarter die Leverkusener von Rang 1, auch vom Torverhältnis her, zumindest über Nacht, von der Rückrundentabelle von Rang 1 stoßen können. Sie werden ihr Spiel gegen Union Berlin mit 3:1 gewinnen. Und jetzt schauen wir ganz kurz rüber zum Top-11-Team. Und hier werde ich auf jegliche Unioner verzichten. Ich habe hier zu viel Sorge, dass keine Punkte um die Ecke kommen. Ich werde aber im Sturm mit Guirassy gehen. Und ich verrate euch so viel, Guirassy wird auch mein Capitano werden. Das heißt, seine Punkte werden doppelt zählen. Und ganz kurz an alle, die noch nicht mitspielen beim Top-11-Team. Wir werden nächstes Jahr ein Ligasystem bauen. Das heißt, es wird eine erste, eine zweite, eine dritte und noch mehr Ligen geben. Man wird gegeneinander direkt spielen. Es wird ein sehr, sehr geiles Verfahren. Und derzeit sind wir in der Qualifikationsphase, beziehungsweise die fängt jetzt am 25. Spieltag an. Das heißt, wenn du nächstes Jahr beim Top-11-Team im Ligensystem mit dabei sein willst und in Liga 1 sein willst, dann melde dich jetzt noch an in die Qualifikationsliga für die Liga 1 im nächsten Jahr.